So, meine Freunde, willkommen zurück. Wir werden jetzt erstmal die Türen hier hinsetzen. Da habe ich auch schon eine konkrete Tür gehabt, und zwar diese Innentür. Die sieht echt mega aus. Ich weiß aber noch nicht, was wir für draußen nehmen werden. Und jetzt kaufen. So sehen wir auch immer direkt, wenn einer auf dem Pott ist. So. Und jetzt kommt hier ein Waschbecken hin. Ein Waschbecken. Alles immer. Waschbecken. Einfaches Waschbecken. Wir müssen nicht immer irgendeine Verkleidung haben. Einmal die Schräubchen. Die werden nachgezogen. Hier wieder. Zum Abschluss noch die Armatur und den Ziffern. Und fertig. Darüber kommt ein Spiegelchen. Ein Spiegel. Und wir nehmen den hier. Den machen wir ein bisschen gräulich. Oh, das ist grau bei denen. So. Ist hier die Waschbeckenecke. Da kommt eine Dusche hin. Dann kam hier ein bisschen Platz für eine größere Dusche. Und wo ist die Badezimmerdusche? So eine schöne Eckdusche. Die machen wir in einem dunklen Grau. Mit hellem Blau. Machen wir vielleicht doch weiß. Guck mal, haben wir genug Platz? Dann passt sie da nämlich anständig hin. Und wir können vielleicht sogar noch einen Handtuchhalter daneben setzen. Den kann er dann sowohl zum Duschen als auch für das Waschbecken benutzen. Wo ist das jetzt hier? Ich glaube unter Zube. So. Da kommt noch eine Toilette hin. Kompakt. Obwohl, die daneben gefiel mir ganz gut. Ein Grau. So. Spülkasten, Abdeckung. Dann können wir da einen Toilettenpapierhalter hinsetzen. Toilettenpapier. Oh. Toilettenpapier mit Klappe. So. Und da kommt eine Badezimmerheizung. Badezimmerheizung. Oh. Hat er nicht. Aber ich glaube, unter Anschlüsse finde ich die Sachen. Wo war Anschlüsse hier? Heizkörper fürs Bad. So. Und daneben ein Handtuchhalter. Werden die Handtücher auch immer schön warm. So.
Haben wir das. Guck mal, wie schön das Badezimmer geworden ist. Da ist auch eine Lampe, das heißt, wir können hier auch Licht anmachen. Also, ich würde sagen, das ist nicht mehr zu vergleichen zu vorher. Viel besser. Hier müssen wir noch eine Deckenleuchte hinsetzen. Der sieht doch schick aus. Und wenn es da nämlich so dunkel ist am Schreibtisch, kann er hier nochmal die Lampe anmachen. Gut, das passt. So. Noch eine Haustür. Machen wir die Türen hier. Innentür, Badezimmertür. Badezimmertür, Badezimmertür. Ebenholz Innentür, Eingangstür mit Türklopfer in Dunkel. Passt auch zu der anderen Tür, die war. Och. Ah, das passt. Und eigentlich sogar, weil wir das schon... Ach, egal. Das passt schon so. So. Ja, viel Geld haben wir nicht mehr. Aber wir wollten noch ein bisschen was am Garten machen. Ich würde gerne bessere... Wegsteine da machen. Und hier würde ich gerne noch ein Pavillon... Wenn ich wüsste, wie ich hier Rasen mähen kann. Sollen wir noch schnell hier hin? Die eine Mission... Ach, das können wir nicht. Aha. Aber den Pavillon kriegen wir noch hin. Architektur. Amerikanische... Ja, das gefällt mir. So. Jetzt noch hier die Schräubchen nachziehen. Und reingemacht. So. Garten. Aber ist mir jetzt auch noch mal... Ich glaube, wir haben kein Geld mehr. Wir haben noch 8 Euro. Oh Gott, wir haben nicht mal einen Weg. Vielleicht können wir da einfach Kies drüber ziehen. Kostet nicht so viel. Abholzen. Okay, es hat dafür gereicht. Und jetzt müssen wir das Haus verkaufen. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Jetzt müssen wir das Haus verkaufen. Okay, Leute. Wünsche mir Glück. Deine Arbeitszeit in diesem Haus beträgt 40 Minuten. Du hast nicht am Gartenwettbewerb teil mehr. Sollen wir das machen? Gott, da können wir doch gar nicht mitmachen. Englischer Garten. Euer Rekord.
Ein Wert des Hauses stieg um 0%. Gut, hat sich ja mega gelohnt. Ja, gut. Zur Auktion. Kauft 23.000. Gott. Oh, guck mal. Wie die sich hier gegenseitig übersteigen. Wir machen einen Gewinn von 6.000, wenn wir das machen. Wir machen jetzt Shift und verhandeln noch ein bisschen. Und er sagt... Oh! Hat er gemacht, ohne mit dem Wimper zu zucken. Okay, Angebot annehmen. Jesus, wir haben das Haus verkauft für 32.000. Das haben wir für 23.000 gekauft. Okay, also wir werden schon ordentlich Geld verdienen. Jetzt müssen wir hier natürlich auch erstmal aufräumen. Sollte das eine Veranda sein? Was ist das hier? Waren das die alten Möbel? Wir müssen die ganze Fassade hier neu machen. Hier Licht an. Gott. Wir machen hier schon mal ein bisschen klar Schiff. Aber damit wir das Haus hier ein bisschen verbessert kriegen, müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Aufträge machen. Vor allem im Garten, damit wir auch Rasen mähen können und so. Gott, gibt's denn hier keine Lichtschalter hier? Ich hätte gerne Fußbodenheizung, geht das so? Das war wohl die Küche. Und dann geht's hier ins Wohnzimmer. Also das erste, was wir in diesem Raum machen, ist eine offene Küche. Das gefällt mir gar nicht. Das auch schon mal runter. Das hat so schön das Haus. Ja, schade, wenn man das Potenzial von dieser Bude hier nicht ausnutzt. Und ich glaube, mit offener Küche sieht das hier echt schick aus. Guck mal, schon viel besser. Bisschen putzen. Sieht das hier schon wieder ganz anders aus. Vielleicht hätten wir noch von unserem ersten Haus ein Foto machen sollen. Wir brauchen auch hier wahrscheinlich keine zwei Türen. Können wir dann eine Tür wegmachen? Ja, dafür müssen wir erst den Sturz da abreißen. Dann können wir auch hier eine Mauer bauen. Perfekt. Heizung fehlt hier auch. Eine Heizung dahin. Eine große Heizung. Heizung. Groß.
den Verschlüsse. Fenster reinigen. Was für ein Unterschied das macht. Nur das nur ein bisschen sauber machst schon. Klar, wir müssen alle Wände hier nochmal komplett neu streichen. Beziehungsweise, wir machen ja teilweise hier auch noch Küchenzeile. Also sollten wir hier ein bisschen fließen. Heizung. Braucht doch keiner eine Heizung. So. Fliesen brauchen wir. Anständige Fliesen. Was kann man für die Küche nehmen? Ich glaube, die sind schick. Und für den Rest kommt Laminatboden. Was haben wir denn da an Laminat? Das eine war mir nicht ganz so schön. Das hier. Vielleicht ist das hier besser. Wir können dann sogar die Küche ein bisschen kleiner machen. Obwohl ich glaube, das ist zu kontrastreich. Das ist zu dunkel. Ich habe mir das ein bisschen heller vorgestellt, als das so aussah. Fußbodenlaminat, dunkel, Zebraholz. Schon irgendwie so der hellste, ne? Nur Kiefer, aber ich glaube, Kiefer ist zu hell. Wohl geht, ne? Wenn wir jetzt eine helle Wandfarbe hier noch nehmen. Was sollten wir denn hier nehmen? Aber bevor wir hier weitermachen, machen wir erstmal den nächsten Auftrag. Das Badezimmer will ich mir noch gar nicht angucken. Was ist hier? Na komm, machen wir schnell nochmal einmal sauber. Wischiwaschi. Und verkaufen mal den ganzen Müll. Ist das ein Rauchmüll da? Vielleicht bauen wir hier auch noch eine Sauna rein. Aber ich glaube, dafür ist das hier zu klein. So. Ja. Oh, da ist noch Dreck.
Oh je, wir müssen die ganze Fassade neu machen. Oh Gott, das wird viel Arbeit, dieses Haus aufzurüsten. Auf jeden Fall wird das sehr, sehr viel Arbeit. Naja, kriegen wir hin. Machen wir noch ganz schnell einen Minijob zum Abschluss. Büsche entfernen. Vielleicht können wir dann auch Rasen mähen. Die sehen ja auch nicht so toll aus. Ja, aber das passt schon. Das passt schon. So, herzlichen Glückwunsch. Neues Tool. Gras schneiden. Mähe den Rasen. Brauchen auf jeden Fall größeren Rasentrimmer. Mit diesem Spielzeug hier dauert das ja ewig. Und du übersiehst die Hälfte. Gott, hier geht's weiter. Müssen wir von hinten rum. Das ist aber einiges an Rasen. So, neu fällt. Oh, endlich, endlich. Grastrimmer mit erweiterten Trimmbereich. Gehen wir hier nochmal drüber, damit wir nichts übersehen haben. So, jetzt müssen wir hier rein. Ja, der macht schon einiges mehr. Frisch getrimmt sieht der Rasen doch schon viel besser aus. Oh, ich kann mich an diesem Spiel nicht satt spielen. Sie ist immer wieder neue Sachen. Richtig coole Sachen. So, ist jetzt alles getrimmt. Obwohl der einen richtig schönen Garten hat. Richtig schönen Garten. Cool und allem. Der nächste Trimmer, der wird noch größeren Bereich haben. So. Jetzt haben wir alles. Laut Minimap. Hast du gesehen, wir konnten am Wasser laufen. Wir sind der Messias. Nee. Wir stehen jetzt doch im Wasser. Was müssen wir noch machen? Nadelstrauch. Breite, verstreute Form. Fünfmal? Rollrasen. Ich muss wahrscheinlich erstmal die Büsche hier wegmachen. Jetzt kommt der Rollrasen. Brauchen wir mehr von? So. Und jetzt hier nochmal den XXL.
Oh, Junge, ich das hier wusste. Okay, dann nehmen wir mal den L. Ja, machen wir hier nochmal eine Mini-Rolle. So. Der sieht doch schick aus, der Rasen. Hier kommt auch noch einer. Ein Ella? Könnte ja schon fast so groß sein. Man kann nicht Gras auf dieser Fläche entrollen. Dann brauchen wir den noch nicht. Also hier kommt kein Gras. So. Ah, der ist so groß, deswegen. Okay, kein Problem. Machen wir den M. Und einmal hier ein S. So. Guck mal, perfekt. Und jetzt wollt ihr noch irgendwas. Nee, das war's. Ah, hat ja gar nicht mehr so lange gedauert. Jetzt können wir auch Rasen setzen und... alten Rasen mähen. Das ist gut. Sehr gut. So, Leute, damit danke ich euch fürs Zusehen. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, um diese Bude hier wieder fit zu kriegen. Und bis dann, euer Toshi und ciao.